Ja, wir befinden uns gerade im Gasthaus Nestreu im 2. Bezirk, neben mir der Eigentümer und Betreiber Hans Stöckel. Man sieht hier zwar, dass doch das Takeaway gut angenommen wird, aber es ist nach wie vor nur ein Tropfen am heißen Stein. Lieber Herr Stöckel, wie sehen Sie die Gesamtsituation, gerade so kurz vor Weihnachten, doch viele Firmen feiern Weihnachtsfeiern, die hier angestanden wären und jetzt wieder der Lockdown Nummer 4 und es schaut ja auch nicht rosig aus, dass wir vor Weihnachten nochmal aufsperren dürfen. Ja, es ist erschütternd, dass jetzt das zweite Jahr hindurch das wichtige Herbst- und Weihnachtsgeschäft ausfällt. Wir sind sehr, sehr traurig, dass es jetzt, trotz dass wir versucht haben, alle Maßnahmen umzusetzen, wir haben wirklich streng kontrolliert, haben geschaut, dass wir niemanden, der infiziert ist, quasi im Betrieb haben und müssen jetzt da dafür wieder büßen und ebenso unsere Gäste, die auch eigentlich alle geimpft waren, zu 90%, ein paar waren die Genesene dabei sind. Und ein paar sind halt gewesen, die halt noch nicht geimpft waren, die aber in den letzten paar Wochen, wo es schon 2G war, auch nicht mehr kommen konnten. Also es ist eine ganz schreckliche Situation für uns. Wie sehen Sie die Situation mit der Kurzarbeit? Viele Gastronomen, die ja jetzt wieder aufgestockt haben, das Personal jetzt gerade für die Weihnachtszeit und für die Feste und jetzt wieder die Kurzarbeit, ist die Frage, macht das überhaupt Sinn? Und viele haben ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt wieder ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kündigen, beziehungsweise man weiß ja nicht, wann es definitiv wieder losgehen wird. Ja, die Kurzarbeit ist zwar eine große Hilfe, wenn sie kommt. Es ist halt die ganze Beantragung und die ganzen Formulare sind wahnsinnig bürokratisch. Alleine die Sozialpartnervereinbarung umfasst 26 Seiten, die zum Teil auszufüllen sind. Also es ist furchtbar mühsam, das zu machen. Es dauert lange und die Mitarbeiter wollen aber jetzt ein Geld haben. Also wir müssen da, soweit es geht, irgendwie in Vorleistung treten. Es ist jetzt das Weihnachtsgeld fällig Ende des Monats und das ist keine lustige Situation. Zum Abschluss noch ganz persönlich Ihre Einschätzung. Glauben Sie, werden wir nochmal aufsperren vor Weihnachten? Ich hoffe es. Der Glaube fehlt mir ein bisschen. Wobei kann man nicht vorstellen, dass die Politik jetzt zum wiederholten Mal die Leute, die sich impfen gegangen sind, ich persönlich war auch schon das dritte Mal impfen und ein Großteil meiner Mitarbeiter auch, dass wir wieder enttäuscht werden, dass es das quasi nichts bringt, außer dass wir halt nicht so schlimm krank werden, aber geschäftlich halt eine Katastrophe ist. Ja, wir sind gespannt, ob der Lockdown fortgesetzt wird und wenn er fortgesetzt wird, dann eventuell nur für die Ungeimpften, soweit aus dem Gasthaus Nestreu im 2. Bezirk.